Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir euch die Hassmaske-Box von Rough Fiction. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hassmaske von Rough Fiction, das Ganze am 24. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, wie wir sehen können, haben wir hier drei Boxen zu ein und demselben Release. Und zwar für jedes einzelne Mitglied der Gruppe eine eigene individuelle Box. Letztes Mal gab es die Hauke Edition, dieses Mal ist Klaus dran. Und beim nächsten Mal gibt es dann Arbok. So, wir haben hier eine klassische, reguläre Klappbox. Wir werden mal das Ganze aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Wie bereits gesagt, es gibt natürlich diverse Inhalte, die übereinstimmen, wie zum Beispiel das Album. Aber ansonsten sind die meisten, oder ich glaube bis auf das Album, eigentlich alle Inhalte individuell und in jeder Box unterschiedlich. Also, wir haben hier die schwarze Box mit Klaus unter dieser wunderbaren Maske hier verborgen. Dann lesen wir hier Hassmaske Klaus Edition, darunter Rough Fiction Productions. Musik von Hass kranken Menschen für hasskranke Menschen. Auf der Seite dieses Drittel des Gesamtbilds. Wir erinnern uns, wenn wir alle drei Boxen aneinander stellen, zum Beispiel dann ins Regal oder so, wie so Buchrücken, ist das dann in diesem Fall so ein Boxrücken und der bildet dann hier dieses Gesamtkunstwerk. So. Also, dann schauen wir uns das Ganze mal an, rundum in schwarz. Wir haben hier übrigens auch noch so kleine Elemente, so graue Fahrer und ja, sieht fast so aus wie so Kratzer, als wäre die Box irgendwie ein bisschen beschädigt worden, aber das gehört hier alles zum Artwork, also die Box ist nagelneu. Und dann kommen wir mal zum Inhalt. Natürlich haben wir hier in jeder der drei Boxen eine Maske, passend zum Albumtitel. Dann haben wir eine Warnweste. Farblich auch passend hier wieder in Orange. Das Album selbstverständlich. Dann eine Bonus-CD und zwar das Klaustrophobie-Mixtape von Craig Klaus. Die Autogrammkarte und ein Poster. Von Ihnen die Box in Weiß. Klappen wir mal wieder zusammen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, bis auf die Warnweste und bis auf das hier, bis auf die Maske, ist hier wirklich alles ohne Folie. Bedeutet, wir werden hier mal ganz kurz die Folie entfernen. Einmal und zweimal. So, und dann kann es auch schon losgehen. Packen wir hier auch noch zur Seite. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist das Album Hassmaske. Wir haben hier die drei Herrschaften in dieser wunderschönen Szenerie hier bei ihrem Kaffeekränzchen abgebildet. Also Arbok, Hauke und Klaus, alle drei hier versammelt in diesem wunderschönen Esszimmer. Das Album kommt in einem regulären Jewelcase. Auf der Seite hier unten rechts haben wir dann noch den Sticker Rough Fiction Productions Hassmaske. So sieht das aus. Und auf der Rückseite gibt es die Tracklist. Also 13 Stück an der Zahl. Features sind mit dabei von 00, John, ODMG, DIA, Swiss, Tamasch und nochmals John, Executive Producers, Barcode, Beteiligte. Gut, dann schauen wir rein. So, als erstes das Booklet. Los geht's. Also, einmal hier die Album-Credits. Die Personen haben hier mitgewirkt. Dann natürlich nochmal dieses wunderbare Familienfoto. Alle drei hier zusammen. Dann gibt's hier Fotos der Einzelnen. Und die Lyrics zum Album. Also jeder Track hier Wort für Wort erfasst. So sieht das aus.
Hier werden noch Gemälde betrachtet. Weitere Fotos. In diesem Fall hier Hauke auf dem Bett, nein, auf der Couch. Dann hier mit Puppe. Das ist meines Wissens Arbok. Weitere Fotos und natürlich auch weitere Lyrics. Jo, so sieht das aus. Also ich glaube, das komplette Artwork hier beim Videodreh zu Wer entstanden. 13. Track, somit endet das hier und wir haben hier noch eine Danksagung. Wir danken allen, die uns bei diesem Album unterstützt haben. Ra Familia für immer. So, hier im Innenbereich haben wir dann natürlich noch die CD mit einem roten Pentagramm auf schwarzem Untergrund. So sieht die CD aus. Und auch hier nochmal das Pentagramm zu sehen. Gut, damit nicht genug. Wir haben noch einen weiteren Tonträger, eine weitere CD, und zwar diese hier. Natürlich, nachdem wir hier die Klaus-Box haben, haben wir hier die Bonus-CD auch entsprechend von ihm. Das ist der Albumtitel bzw. das Mixtape mit dem Titel Klaustrophobie. Sieht so aus, also Klaus hier mit diversen Nasen zusätzlich im Gesicht. Dann haben wir noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Auf der Seite so gestaltet. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 10 Stück sind's geworden. Also das sind Tracks, wir lesen es hier, Lost Tracks. Also so auch älteres Zeug mit dabei. Die sind jetzt nicht alle während des Albums Hassmask entstanden, sondern sind auch schon teilweise... Ah, was erzähle ich euch hier eigentlich? Hier steht's doch sowieso. Genau. Alle Songs entstanden zwischen 2007 und 2013. Also die sind doch schon sehr nostalgisch. Dann hier das Innenleben, ein Foto und hier nochmal Klaus. Und dann haben wir hier noch die Credits zu diesem Mixtape. Also das Booklet sehr minimal gehalten. Die CD in Orange und Weiß. Klaustrophobie Lost Tracks lesen wir hier wieder. Das ist die CD, ansonsten hier alles in Schwarz. Gut, somit sind wir mit der Musik durch. Die CD in Orange, genauso orange wie auch diese beiden Inhalte hier. Wir starten erstmal mit der Maske. So, die ist wirklich komplett in Orange, ihr seht. Und auf der Vorderseite haben wir dann hier riesengroß, so im Nasen- bzw. Mundbereich, dann den Schriftzug Crack. Dann hier wieder den Aufnäher, das Etikett hier. Originale Hassmaske, Ra Fiction, established 2020. Dann schauen wir mal rein. Und hier haben wir auch noch einen Zettel. Hier lesen wir auch nochmal Ra Fiction. Und auf der Rückseite lesen wir, das Ganze ist von der Distri GmbH, die auch den Vertrieb dieser Boxen gemacht haben. 100% Polyacryl und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. So, dann packen wir diese Hassmaske wieder zusammen. Da findet man sicher eine Verwendung dafür. Skifahren, Motorradfahren, was auch immer. So, und weiter geht's in derselben Farbe. Orange, orange, soweit man sehen kann. So, wir haben hier tatsächlich, das ist eine Premiere, habe ich so überhaupt noch nie gesehen in einer Deluxe-Box. Wir haben hier eine Warnweste. Es ist echt so eine klassische Weste, wie man sie kennt. Einerseits vielleicht aus dem Straßenverkehr oder aber auch von diversen Festivals oder von Baustellen, wo auch immer. So sieht die aus. Also hier auch noch zwei Reflektorstreifen mit drauf, die hier wirklich über die gesamte Seite gehen, auch vorne rum. Und hier lesen wir dann noch auf der Rückseite: Jetzt wird konsumiert, Ra Fiction Productions, Musik von hasskranken Menschen für hasskranke Menschen. Also auch wenn man hier dann mit dieser wunderbaren Warnweste rumläuft, kann man sich natürlich dann Ra Fiction Fan zu erkennen geben. Das Ganze wird hier mit zwei kleinen Klettverschlüssen zugemacht. So sieht das hier aus von innen. Jetzt würde mich noch interessieren, aber ich glaube, hier finden wir keinen Hinweis über Material oder ähnliches. Nein. Also, ist so ein klassischer Netzstoff, wie man es kennt von diesen Warnwesten. Und ja, also zumindest, wenn man sonst gar keinen Verwendungszweck findet, kann man die sich irgendwie ins Auto legen, in den Kofferraum. Ist ja, glaube ich, europaweit Warnwestenpflicht. Und dann ist man damit gut ausgerüstet im Falle des Falls.
So, packen wir zur Seite. Und weiter geht's mit zwei weiteren Inhalten, die auch wieder individuell in dieser Box nur sind. Und zwar einmal natürlich zum Interpreten zugehörig eine Autogrammkarte. Also in jeder der drei Boxen natürlich die jeweilige Autogrammkarte mit drin. Kommt hier im Hochformat mit silberner Unterschrift, Rückseite blank weiß. Und wir haben noch als letzten Boxinhalt ein Poster mit dabei. Und dieses Poster beinhaltet einmal, hier haben wir es, das Familienfoto der drei. Also diese Seite ist in allen drei Boxen gleich. Das hat jeder. Aber auf der Rückseite haben wir auch hier natürlich, wie die Autogrammkarte, genauso das individuelle Klaus-Poster. Also das Foto, das wir hier schon auf der Autogrammkarte hatten, hier nochmals im Hochformat auf diesem Poster mit drauf. Ja, Format müsste sein A2, wenn ich das richtig sehe. Gut, also doppelseitig bedrucktes Poster, einmal Querformat, einmal Hochformat. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, beidseitig bedruckt. Dann haben wir die Autogrammkarte hier im Hochformat. Dann die Warnweste hier in Orange mit diesen zwei Reflektorstreifen und dem Backprint. Die Hassmaske in Orange mit dem Crack-Schriftzug hier aufgenäht. Das Bonus-Mixtape Klaustrophobie mit insgesamt 10 Tracks. Und natürlich das Album an sich, Hassmaske, ebenso wie das Mixtape im regulären Toolcase mit 13 Tracks. Bedeutet insgesamt dann 23 Tracks hier mit dabei. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Hassmaske von Rough Fiction, in diesem Fall die Klaus Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rough Fiction unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.